begrüße Sie aus dem Bayerischen Nationalmuseum. Ab heute, dem 26. November, würden wir hier eigentlich eine neue Ausstellung zeigen. Vielleicht haben Sie den Titel schon irgendwo gehört oder gelesen. Kunst und Kapitalverbrechen. Das klingt für den einen oder anderen vielleicht etwas reißerisch. Und man verbindet damit zunächst vielleicht etwas mit Geld, Kapital, die bösen Banken, Investmentfonds. Was hat das mit Kunst zu tun? Kapitalverbrechen kommt aber vom lateinischen caput, das Haupt, der Kopf, de capitalis, den Kopf betreffend, und meint ein Verbrechen, das mit dem Tod bestraft worden ist, also den Kopf kostete. Und solch ein Verbrechen steht in Zusammenhang mit einem der berühmtesten Künstler der deutschen Spätgotik, Veit Stoß. Denn diese Ausstellung beschäftigt sich mit Stoß, mit Tilman Riemenschneider und dem Münnerstädter Altar. Ein besonderer Reiz liegt vor allen Dingen in der Tatsache, dass sie nur in diesem Moment möglich ist, weil jetzt die Tafeln von Veit Stoß, und wir zeigen ihn als Tafelmaler, verfügbar sind, weil die Kirche in Münnerstadt restauriert wird. Insofern war es ein ganz kurzes Zeitfenster, was mich bewogen hat, dieses Thema aufzugreifen und damit 500 Jahre zurück in die Geschichte zu gehen und eine Geschichte zu erzählen, die Kriminalität und künstlerische Kreativität zusammenbringt. Es gibt eine ganze Reihe von Aspekten, die diese Ausstellung sehenswert machen. Ausstellungen leben davon, dass man Dinge betrachten kann, die man sonst nicht sieht oder nicht so sieht. Einer dieser Aspekte ist die Zusammenführung der Skulpturen von Riemenschneider, die 1490 bis 92 für den Münnerstädter Altar entstanden sind. Seit dem 19. oder frühen 20. Jahrhundert besitzt das Bayerische Nationalmuseum eine Reihe dieser Skulpturen, und Sie können sie jetzt gemeinsam mit den Skulpturen betrachten, die über 350 Kilometer weiter nördlich noch in Münnerstadt aufbewahrt werden. Etwas zusammenzusehen, was man sonst nur in sehr getrennter Weise wahrnehmen kann, ist etwas ganz Wunderbares. Jetzt fragen Sie wahrscheinlich, was hat es alles mit Verbrechen zu tun? Eine Ausstellung, die tolle Sachen zeigt, große Kunstwerke, erzählt gleichzeitig eine Geschichte. Die Geschichte des Münnerstädter Altars, an der zwei berühmte Künstler mitgewirkt haben und einer davon nur, weil er ein Verbrecher war. Anders hätte auch dieser Altar anders ausgesehen. Diese Geschichte wollen wir Ihnen berichten. Und jetzt fragen Sie wahrscheinlich, was war das für ein Verbrechen? Wenn Sie zu uns kommen, werden Sie Daumenschrauben finden, auch einen Kochlöffel, Schlüssel, große Tafelgemälde des Bildschnitzers Veit Stoß. Und ich will Sie etwas neugierig machen, dass Sie diese Geschichte, warum ein Künstler zum Verbrecher wird und dann seine Kunst ändert, bei uns erleben können. Das tun wir in der Ausstellung. Es gibt dazu einen tollen Katalog, in dem man das nachlesen kann. Und wenn Sie Lust haben, diese Geschichte zu erfahren und dann weiterzudenken, ob solche Probleme vielleicht auch bis in unsere Tage eine Rolle spielen, dann kommen Sie zu uns. Bleiben Sie neugierig.